Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Juli 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter den Sternzeichen Fische geboren sind. Und meine liebe Fische, ich hoffe, dass diese Legung wird mit euch resonieren, vielleicht nur teilweise wird passen zu eurer Lebenssituation. Deswegen nehmt euch das, was euch behilflich sein kann, was euch passt, was euch gefällt und das, was nicht passt und nicht gefällt, einfach auf die Seite lassen. Wir fangen an und wir schauen eure Thema. Im Juli, die erste Karte, eure Thema. Rad des Schicksals. Das, was sich kreuzt oder helfen kann. Sechste Schwerter. Eure Bewusstsein, Zehn der Kelche. Eure Unterbewusstsein, die Mäßigkeit, das, was war, Page der Kelche. Das, was kommt, achte Scheiben. Eure Energie, fünfte Stäbe, äußere Energie, erste Scheiben. Zweite Schwerter, Hoffnungen oder Ängste. Und wie die Zukunft, achte Stäbe. Das sind die beiden Karten für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen. Ja, also eure Thema, Rad des Schicksals, eine gute Karte, eine starke Karte aus dem großen Arkana, die Nummer 10. Und hier sehen wir, dass das Leben wird auf eurer Seite sein. Ja, wird ein bisschen besser alles funktionieren, wie in einem Uhrwerk. Ja, natürlich, wenn die Uhr läuft. Und das wird laufen anscheinend bei euch, vielleicht ein bisschen besser wie bis jetzt. Und sechste Schwerter zeigt, dass man wird eine sehr gute Kommunikation haben mit den anderen Menschen. Man hat genaue Ziele, Vorstellungen. Man weiß ganz genau, wie man vorgehen soll. Und man möchte hier keine Abweichungen machen. Also man ist nicht bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen. Man weiß, was man will und man möchte den Weg gehen, den man sich vorgestellt hat. Zehn der Kelche, das ist eine sehr schöne Karte, zeigt Glücksmomente, glückliche Momente mit dem Liebsten, mit dem Partner, mit der Familie. Und das ist euer Bewusstsein. Also ihr werdet wahrnehmen, wie das Leben schön ist, ja. Diese schönen Momente, vielleicht wird ihr sogar in Urlaub fahren, ja, kann sein, und da wird man das Leben einfach genießen. Oder auch einfach so, aber natürlich so ein schöner Monat wie Juli bietet sich an, um das Leben einfach noch schöner zu gestalten. Mäßigkeit, eure Unterbewusstsein-Karte zeigt, dass man weiß ganz genau, wie man die Möglichkeiten, die das Leben euch gibt, wie man die einsetzen soll. Mäßigkeit, das ist eine Karte, die zeigt, dass man genau die abgewogene Zutaten in diesem Projekt geben muss. Ja, sonst wird es nicht funktionieren. Das ist wie mit Kuchen backen. Und das ist so eine Karte, die zeigt auch diese Ausgeglichenheit, ja, diese Ausgewogenheit, Harmonie, Gerechtigkeit. Also eine sehr gute Karte, die zeigt vor allem auch die Möglichkeiten, die man auch gerecht nutzen soll. Page der Kelche, da sehen wir Gefühle. In der Vergangenheit, da war was, vielleicht eine neue Begegnung, eine neue Liebe, und das hat aber einen Einfluss gehabt auf das, was sich jetzt hier bei euch dreht. Ja, mehr oder weniger diese Situation, diese Gefühle, dieser Mensch vielleicht, hat Einfluss gehabt auf diese Entscheidungen, die jetzt bei euch getroffen werden. Wir gucken mal erst die erste beide Karten, was hier noch Karten uns zu sagen haben. Die Kraft, Ausgewogenheit wieder. Ja, die Kraft, das ist eine Karte, die zeigt diese Ausgleichung, Ausgewogenheit, wie die Mäßigkeit. Page der Münzen, hier geht um Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Man möchte endlich
in Balance kommen, mindestens ein bisschen, weil Page, das ist so eine junge Energie, leichte Energie. Und sechste Stäbe, man möchte Sieger sein, ja, in den Ganzen. Ja, also diese Rad des Schicksals wird euch auch wahrscheinlich helfen, diese Kraft zu bekommen, Ausgeglichenheit bekommen, irgendwas auf die Beine stellen, was euch diese Sicherheit gibt. Und im Endeffekt wird ihr dann sich an dem Leben bedanken, ja, einfach dankbar sein dafür, dass das alles gelungen ist. Ja, aber nicht ohne euer Engagement, ja. Wir gucken mal die Mäßigkeit, was hier Karten noch zu sagen haben. Hier haben wir die Gerechtigkeit, ja, die Justiz. Also dritte Karte, die zeigt, dass diese Gerechtigkeit, diese Ausgewogenheit, abmessen, ja, überlegen, das ist so sehr, sehr wichtig, was in diesem Monat, egal was ihr in die Hände nimmt, in diesem Monat, das wird eine ganz große Rolle spielen, wie man an die Sachen drankommt. Mit Ruhe, in die Ruhe liegt die Kraft, ja. Und hier habt ihr drei starke Karten, die zeigen, drei Karten aus dem großen Arkana, die zeigen diese Ausgeglichenheit, diese Ruhe, diese Harmonie, die man hier unbedingt braucht, um weiterzukommen. Vier der Stäbe für mich, das ist so eine typische Hochzeitskarte, die wird auch oft auch so bezeichnet als Hochzeitskarte, als Feierkarte kann man so sagen, da wird ein Abschluss sein, man wird sich freuen, da wird man in neue Etappe im Leben starten. Wie gesagt, das könnte für manchen von euch wirklich eine Verlobung sein oder Zusammenziehen mit dem Partner. Also schon was Festes sein oder auch was anderes, was hier für euch wichtig wäre in dem Monat. Und Sendeschwerter zeigt, dass man möchte irgendwelche Situationen verlassen, die euch ein bisschen unterdrückt. Irgendwo im Unterbewusstsein habt ihr das Gefühl, ja, das ist alles wunderbar. Ich muss auch hier aufpassen, wie ich vorwärts komme. Mit rechten Dingen soll das alles auch geschehen, aber mir ist es oder zu schnell, kann ich auch so sagen, oder das ist noch nicht so geplant und ja, man hat nicht diese genaue Vorstellung noch, wie man vorwärts kommen soll oder einfach diese vorwärts kommen überhaupt ist nicht so nach eurem Gefühl. Und hier sehen wir, man ist nicht so ganz glücklich, man möchte die Situation am besten verlassen und in eine andere Richtung gehen, weil das ist euch nicht, macht euch nicht glücklich, diese ganze, was hier passiert. Ja, hier fällt was, einfach zu viel. Vielleicht seid ihr unterdrückt, vielleicht manche von euch fühlen sich einfach unterdrückt, vielleicht geht das alles zu schnell. Unüberlegt von der anderen Seite, weil hier sehen wir auch Konflikte, fünfte Stäbe, Konflikte mit den anderen Menschen, das ist eure Energie, hier muss man etwas klären. Ja, also wir sehen hier eine Entwicklung, wir sehen, dass etwas hier vorwärts kommt, aber das ist ein bisschen chaotisch, das ist nicht mit dieser rechten Dinge, kann man so sagen, nicht so läuft, dass man ein gutes Bauchgefühl dabei hat. Also hier läuft es etwas ja, mit hektisch, mit irgendwelchen Problemen. Das ist nicht alles geklärt. Das ist, wie gesagt, das sind Konflikte und man möchte das nicht. Man möchte diese Ausgewogenheit hier, ja. Man möchte, dass das alles gerecht vorwärts kommt. Und man muss hier etwas klären. Hier die Hoffnungen zeigen auch, dass man wünscht sich endlich eine Lösung von irgendwelchen Problemen, Konflikten. Und man hofft, dass das endlich zu einem Frieden kommt, dass diese Auseinandersetzung vorbeigeht, dass man eine Klärung bekommt, dass beide Seiten auch zufrieden werden, weil Gerechtigkeit, ja, das muss ausgewogen sein. Und für euch ist es das wichtig, dass
die andere Seite zufrieden ist, aber auch ihr, ja, muss auch zufrieden sein. Und das ist ja diese Energie hier, die herrscht, diese auch diese Gerechtigkeit. Das Ratsche des Schicksals, das Leben und das Schicksal hilft hier und wird hier sehr viel mischen und euch helfen. Aber trotzdem, man muss manche Sachen selbst entscheiden, in die Hand nehmen. Ja, von alleine wird sich nichts tun. Und das Schlimmste oder das, was euch da ein bisschen Probleme macht, das ist dieser Konflikt oder diese, ja, wie soll ich sagen, diese ungeklärte Sachen mit den anderen Menschen, die hier negative Einfluss auf diese Entwicklung haben. Erste Scheiben, da sehen wir die äußeren Einflüsse, ja, vielleicht auch diese Menschen, die hier irgendwie auch zuständig sind, oder ist das ein Mensch, eine Person, die zuständig ist für diese ein bisschen Chaos, aber der Mensch möchte mit euch neu starten, möchte investieren mit euch, erste Scheibe. Aber dieser Mensch muss aber vorerst auch etwas klären. Das sind ähnliche Energie, die Zende-Schwerter und Zende. Stäbe, hier geht um Unterdrückung. Man fühlt sich einfach hier nicht frei, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Der Weg ist nicht frei. Da sind noch irgendwelche Problemchen, die man muss aus dem Weg wegschaffen. Hier haben wir Zende Kelcher, die gleiche Karte, die in eurem Bewusstsein ist. Und man sieht, dass dieser Mensch wünscht sich auch gute Zeiten mit euch, diese glückliche Zeiten. Hier haben wir auch noch die Kaiserin, also Familiensinn ist auch hier. Also dieser Mensch möchte wirklich mit euch vorwärts kommen, was Partnerschaft, Familie angeht. Aber da ist etwas zu klären. Und man sieht das ganz deutlich hier und hier bei euch. Ja, die Gerechtigkeit, ja, die drei Karten vor der Gerechtigkeit und hier die zwei der Schwerter, die Lösung von dem Konflikt zeigen, dass hier etwas erst muss geklärt werden, irgendwelche Probleme müssen besprochen werden, dass die beiden Seiten hier zufrieden werden. Hier schauen wir auf diese beiden Karten. Das sind die Karten für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen. Achte Scheiben. Diese Karte zeigt Entwicklung. Man möchte weiter im Leben kommen. Man hat diese Vorbereitung, man hat diese Ausdauer und man möchte etwas Greifbares erreichen. Hier geht nicht um Gefühle, hier geht um Finanzen, kann man so sagen, um Job vielleicht, ja, oder einfach weiter steigen im Leben. Acht der Stäbe, das ist eine plötzliche Begegnung, plötzliche Nachricht, was Positives, was sehr große und positive Einfluss haben wird auf die Lösung von dieser ganzen Situation. 20, das Gericht, Hohepriester und siebende Stäbe. Also hier sehen wir Ausdauer. Auf jeden Fall, man muss hier Ausdauer zeigen, um diese Problem oder diese Situation gut zu bewältigen. Und wir sehen, dass ihr durch diese Situation, durch diese Entwicklung hier, ja, man wird wachsen, man wird reifer sein, man wird klüger sein, man wird einfach sich weiterentwickeln. Manchmal ist das so im Leben, am meisten ist das so im Leben, dass wir durch irgendwelche auch negative Situationen, wir lernen etwas. Wir wachsen, wir sind reifer, wir sammeln Erfahrungen. Also diese negative Situationen in unserem Leben sind nicht einfach so. Wir sind oft sehr unglücklich und wir schimpfen und wir beklagen uns, warum ist es uns passiert, warum läuft es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber manchmal ist es einfach so, weil das ist für uns eine Lehre, das ist ein Lernweg, kann man so sagen. Weil wir sind auf der Erde, um irgendwelche Prüfungen immer wieder zu machen, ja? Oder wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Und wenn wir nicht schaffen, dann müssen wir auch irgendwelche Erkenntnisse
daraus ziehen und dass das nächste Mal vielleicht, ja, wir dann schlauer werden und diese Probleme auch anders bewältigen können. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, kommt darauf an, wie die Situationen sich entwickeln, aber auch diese Leidenswege oder diese Probleme, die wir im Leben bekommen, wie gesagt, die sind nicht umsonst. Das hat alles einen Sinn und im Endeffekt, das bringt uns dazu, dass wir reflektieren sollen über uns, über unser Leben, über die Menschen, die wir im Leben haben und die auch Einfluss auf diese Situation hatten. Ja, also man muss immer wieder sich so Zeit nehmen, um nachzudenken, um irgendwelche Erkenntnis zu bekommen. Eine einfach das ganze Leben, das ist eine, wie soll ich sagen, eine Reise. Eine Reise, die Menschen kommen, gehen, die Situationen kommen, gehen, das Leben verändert sich ständig, ob wir wollen oder nicht. Und wir müssen mitmachen. Manchmal wollen wir mitmachen, manchmal müssen wir mitmachen. Im Endeffekt, egal wie das kommt, wir lernen dann immer was daraus. Ja? Und deswegen sind auch immer so viele Menschen, so viele Situationen, dass uns das ist wie ein Lehrgang, ja. Und ich denke, dieser Monat wird für euch auch so sein. Und am Ende des Monats wird auch was Gutes, Positives passieren. Die achte Stäbe zeigt, ja, da wird eine Nachricht kommen oder ja, ein Mensch sich zeigen. Und diese ganze Sache wird hier gelöst. Dieser Mensch wird einen Einfluss haben, aber nicht unser euer Engagement. Also diese, sage ich, den Lernweg hier, diese Situation, diese Entwicklung wird euch auch dienen, um die Erfahrung zu sammeln. Ja, das ist wird für euch sehr behilflich sein, auch für die Zukunft. Und ich finde, dass diese Legung und auch ja, diese Legung zeigt, dass dieser Monat für euch wird sehr positiv sein und wird sich etwas klären. Und im Endeffekt wird man die schönen Zeiten hier, diese schönen Zeiten mit dem Liebsten auch genießen können. Ja, aber erst muss etwas geklärt werden. Also meine Lieben, ich denke, das wird ein interessanter Monat für euch, ja, mit interessanten Ereignissen und im Endeffekt wird ihr ja glücklich sein. Ich hoffe, Zendekelcher und Zendekelcher von die äußeren Einflüsse, eure Bewusstsein. Also ich denke, es wird hier ein Grund sein, um einfach sich zu freuen, das Leben zu genießen und das Leben und im Endeffekt sich auch zu bedanken für das ganze Entwicklung und dass man im Endeffekt auch der Sieger wird. Meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat, positiven Monat. Bleibt gesund, passt auf euch gut auf und bis zum nächsten Mal.